Sag mal, ist das wieder sauber? Guck mal, das sieht so verschmiert aus da vorne. Ja, dann machst du das sauber. Jetzt besser? Bestimmt. Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, die Leni und der Toni. Und heute sind wir bei einem Händler, der hat die Marke Chanson. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Tschüss. Hallo Leni. Hallo Toni. Ich bin nicht Leni, ich bin Frau Camping. Ja, und hier ist dein Womo-Man. Wunderbar. Das sind wir. Frau Camping und der Womo-Man. So. Hallo. Wir sind mal wieder in einem 627 GA. Den hatten wir schon mal gesehen. Der gefällt uns aber immer noch sehr, sehr gut. Zumal nach dem, was wir bis jetzt noch so gesehen haben. Zieh mal den Tisch rein, Toni, damit ich hier rauskomme. Einmal hebeln, einmal schieben. Dankeschön. So, der hat jetzt aber auch wieder Einzelbetten. Da waren wir eigentlich von weg. Aber hier ist alles andere so schick drin. Wobei ich sagen muss, bis auf die Farbe, mir ist das ein bisschen hell. Aber ich glaube, wenn er alles andere hat, was uns gefällt, würde ich mich mit der Farbe anfreunden. Also wie gesagt, den haben wir schon mal gesehen in unserem Teil 2. Das ist der hier, der auch dieses riesengroße Badezimmer hat. Der hier. Und die Einzelbetten. Mit den Einzelbetten hier könnte ich mich anfreunden, weil hier so sehr viele Stufen sind, die nach oben führen. Und dann kommt man eben doch ganz gut an die Schränke. Selbst wenn man das Mittelteil drin hat. Da haben wir jetzt bei unserer Probefahrt festgestellt, dass man in das Bett klettern muss. Das ginge hier aber gut. Da oben gibt es zum Beispiel noch eine zweite Fernsehvorbereitung für das Schlafzimmer. Wir haben hier einen Deckenventilator schon eingebaut. Viele Schränke. Und dann hat er hier eigentlich sehr viel Platz. Der hat hier auch getrennte Schubkästen. Das ist uns bei unserer Probefahrt ja aufgefallen, dass die Schubkästen so groß waren in der Küche. Das hat uns nicht gefallen. Der hat jetzt hier die ein bisschen kleiner und hoch. Da geht viel rein. Ja, man kann halt links und rechts ein kleiner Schritt und man kommt schön dran. Bei dem anderen muss man immer... Ja, also ja. Das passt gut für uns. Hier oben, das ist ein Kurbeldach, da komme ich auch dran. Ich bin klein, aber ich komme trotzdem dran zum Kurbeln. Geht auch, das ging jetzt gestern in dem Parado, kam ich da zum Beispiel gar nicht oder nur sehr schlecht dran, weil es zum Klappen war. Also der ist schon schön. Und der hat auch vorne noch viel Ablagefläche über dem Fahrerhaus für Karten und sowas. Der ist nicht schlecht. Da oben nochmal für die Fernsehvorbereitung, ja, man hatte hier den Halter auch. Ja. Schön wäre gewesen, wenn hier der 628 EB stehen würde in Welcome. Steht hier leider nicht. Der steht aber als integrierter hier. Da können wir ja mal gucken gehen. Ja, aber der hat eine andere Ausstattung. Ich habe mit dem Menschen hier gesprochen. Der integrierte, der hier steht, ist ein Exeltis oder wie der heißt. Und der hat nochmal eine noblere Ausstattung wie der Welcome. Na, dann gehen wir trotzdem gucken halt, und denken uns den weniger nobel aus. Oder wir gehen in den EB Flash. Und denken uns den dafür wieder nobler. Die Welcome-Ausstattung dazu. Also wir gehen einfach mal und denken ein bisschen dabei. Ja. So, jetzt stehen wir also in einem 628 EB in der Flash-Ausstattung. Das ist der, den wir uns ein bisschen nobler vorstellen müssen, weil wir Wert auf die Welcome-Ausstattung legen, die dann zum Beispiel ein Fenster in der Tür hat und einen Dachventilator und solche schicken Sachen, die uns wichtig sind. Aber der ist schon... Schubkasten in der Küche, hier ist eine Tür. Ja. Genau. Und hier ist auch, glaube ich, ist auch nur eine Tür. Das ist auch nur eine Tür. Ja, hier Steckschubkasten. Ja. Und in der Welcome-Ausstattung hat der Schubkästen. Ja. So. Der ist ohne Hochbett. Und das ist ein Ford. Ein Ford-Fahrzeug. Und da haben wir festgestellt, dass das ziemlich eng ist vorne. Die Stühle, die Sitze gehen nicht richtig umzudrehen und nicht so leicht und geschmeidig wie beim Ford. Ja. Das Fenster kriegt man nicht beim Fiat, genau. Das Fenster kriegt man irgendwie nicht auf oder nur schwer, wenn man so klein ist wie ich. Das Teil ist beim Fiat viel weiter hinten. Da ist zwar die Ablage dann kleiner, aber man kommt besser in das Auto vorne rein und wieder raus und auch besser ans Fenster. Ja, also hier musst du echt Verrenkungen machen, um an das Dings hier zu kommen. Ja, das ist für uns, finde ich nicht so gut. Suboptimal. Also wir hätten den gerne
Auf dem Fiat. Fiat und Welcome-Ausstattung. So, ja. Aber genau. Der hat jetzt das Queensbett. Genau. Das müssten wir nochmal ausprobieren, wie wir mit einem Queensbett klarkommen. Ja. Oder ob uns das zu eng ist. Das ist knapp 1,40 breit. Und das ist ein Kurbelbett. Hast du das schon erzählt? Nein, das habe ich noch nicht erzählt. Das ist ein Kurbelbett. Erstmal kann man das hier hochheben. Vielleicht ist hier eine Kurbel. Ach du liebe Güte. Ja. Und dann kann ich das hochdrehen. So rum. Damit vergrößere ich den Raum in der Garage, in der Heckgarage. Ja? Musst aber halt dann hochkrabbeln mehr ins Bett. Und kann, wenn ich vielleicht 2-3 Tage länger stehe, meine Sachen aus der Garage rausräumen, habe ich ja sowieso. Und kann dann bequemer ins Bett einsteigen. Oder man lässt es halt immer oben, also je nachdem. Ja, wobei da ist ja noch eine Stufe links und rechts. Also man kommt ja, wenn es hochgekurbelt ist, noch recht gut rein. Ja, ich will es jetzt nicht ganz hochkurbeln, ist ja jetzt. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So, ansonsten hat er jetzt hier Dusche. Die ist auch schön groß. Die sieht zumindest schön groß aus. Und hier ist das Badezimmer. Das Bad, Waschbecken, Toilette mit so einem schicken Rollo hier. Weiß ich gar nicht, ob man das sehen kann. Wenn man es losgekettet hat, kann man das zumachen. So. Ja. Fenster, Schrank und raus. Geht's auch und da ist wieder der Womo-Man. Frau Camping ist auch wieder da. Willkommen. Ja. Das ist also der mit Queensbett. Den kann man wirklich total zumachen. Wenn du mal rauskommst aus dem Dings. Wohin, genau? Hier. Genau. Dann ist das WC immer zu. Das ist nicht so muffelig. Ja, und da habe ich noch eine Schiebetür. Und hier habe ich noch eine Schiebetür. Da kann ich den Wohnbereich noch vom Schlafbereich komplett abtrennen. Beziehungsweise ich kann jetzt hier hinten drin mich umziehen, ausziehen, duschen, aufs Klo gehen, mich fertig machen und habe hier schon mal zu. Das ist schon auch schön. Also wir gehen mal und gucken noch, was wir hier finden. Ist, ach so. Weiß ich nicht, wie das mit dem Platz in dem Welcome, in der Welcome-Ausstattung ist. Hier ist jetzt Platz für einen Fernseher oder noch einen Schrank. Oder vielleicht macht man sich hier noch eine Reling her. Da kann man mal eine Tasche draufstellen. Nicht verkehrt. Gibt Raum. Man kann auch von der Küche aus vielleicht nochmal was abstellen. Ja, wenn man. Wir müssen aber immer noch überlegen, ob uns das gefällt, wenn die Küche hier auf der Fahrerseite ist. Ja, deswegen haben wir uns ja ein Carrado 334 ausgeliehen, der die Küche auf dieser Seite hat und dann werden wir das testen. Aber der hat natürlich auch der Welcome hat eine L-Sitzgruppe. Und der hier nicht? Der nicht. Da ist sie wieder. Die L-Sitzgruppe. So, Frau Camping geht weiter und nimmt Womo-Man mit. So, ja, du brauchst das nicht flüstern, das wird ja nicht besser, wenn du es flüsterst. Okay, du musst die Kamera immer ein bisschen gerade halten, sonst werden die Leute sick. Aber guck mal, wenn du in den Spiegel guckst, wie gerade das ist. Jetzt ja. Fantastisch. Also die Kamera ist gerade. Wir sind jetzt in einem 728 EB und der hat ja hier wieder mal so ein schickes Badezimmer, was zweigeteilt ist. Das hatten wir bei einem Detlefs schon gesehen. Detlefs, als wir... Haben wir euch gezeigt. Ja. Aber der Detlefs, der hatte da nur eine Ablage und kein Waschbecken. Und ja. Der hat jetzt hier das Waschbecken. Boah. Ja, der hat hier das Waschbecken. Und unten nochmal, wenn sie aufgehen, Platz. Schränke. So, und dann hat er links die Toilette. Hier mit so einem Dings wieder zu verschließen. Der hängt allerdings hier ein bisschen, aber gut. So, und hier ist die Dusche. Und dann kann man hier rumgehen auf beiden Seiten und hat hier ein Queensbett und kann hier auch alles wieder zumachen. Schlecht ist das nicht. Aber der ist so lang, der ist zu lang für uns. Den brauchen wir eigentlich nicht. Gucken wir mal, wo der Toni ist. Hier kann man übrigens auch Musik machen, wenn du es mal zeigen möchtest. Da kann man tanzen zu, wenn man hier fährt. Ist vielleicht, weil hier ganz viele Menschen schon durchgelaufen sind. Enttäuscht mich ein bisschen. Aber die Farbe von den Fronten hier in der Küche, das ist schön. Das gefällt mir. Guck mal. Ja, das ist schöner wie bei dem Welcome, den wir eben gesehen haben. Schön. Aber auch wieder ein Ford. Naja, kommt für uns sowieso nicht in Frage. Aber mal nicht schlecht zu sehen.
So, das ist jetzt der 6028 EB. Das ist der Exaltis, der ziemlich nobel ausgestattet ist. Hier mit Queensbett, sehr schick. Das Badezimmer kann man verschließen. Schön. Und hier eine große Dusche. Der gefällt mir gut. Der ist aber noch nobler ausgestattet als eine Welcome-Ausstattung. Außerdem ist das ein integriertes Fahrzeug. Aber das ist jetzt auch nur mal ein Beispiel für die Ausstattung. So. Der ist mit Hubbett. Hier ist die Küche. Wow, das ist auch schick. Ah ja. Und der Toni. Der Wohnmobil. So, hier sind wir jetzt in einem 610 EB. Nee. Heißt nur 610. 610, also einfach 610. Der hat keine Festbetten. Der hat hier eine riesengroße Sitzgruppe und hat dann einfach nur ein Hubbett, elektrisch verstellbar. Hier ist die Küche und dann kommt man hier ins Badezimmer. Das ist riesengroß. Das ist auch schon das Ende vom Fahrzeug und im Badezimmer hat man dann Zugriff auf den Schrank. Das ist nur ein Zwei-Personen-Fahrzeug, aber mit wirklich viel Platz und mal ein ganz anderer Grundriss. Den Toni kann man übrigens nicht mitkaufen, den nehme ich immer mit. Ich bin ja auch dein Wohnmoment. Eben. Nee, der ist für zwei Leute, ist der, glaube ich, perfekt, ja? Weil du hast hier super Platz, du hast im Bad super Platz. Mit dem, ja, das ist Wahnsinn Schrank. Hier, die riesengroße Dusche, das ist ja wie zu Hause. Ja. Und gut, die große Sitzgruppe. Die braucht man jetzt nicht wirklich. Nee, da kannst du auch mit dem Nachbarn mal ein Bierchen trinken, ja? Ja. So. Da und kann Frau Camping sich auch hinsetzen und die Füße hochlegen und ein Buch lesen, wenn es regnet. Aber sowas von, ja. Und dann lässt das Bett runter, wenn du schläfst und legst dich oben rein. Ja, das ist also so verkehrt ist die Idee nicht. Super. Super. Ich muss hier eben noch testen, wie das zugeht. Oh ja, also das läuft gut hier. Hier, da kannst du Walzer dran tanzen. Riesengroß. Meine Rede. Halt mal die Kamera gerade. So? Ja. Ist total gerade. Ah, ja, jetzt. Ich seh's doch. So, also, ein 610 für zwei Personen. Wir sind hier aber meistens noch mit Teenager unterwegs und von daher passt auch der für uns nicht. Vielleicht später, wenn wir in Rente sind. Wenn du aber immer das Hubbett ablassen musst zum Schlafen, naja, dann musst du den Tisch halt abräumen. Das, naja, okay, lässt du eh abends nicht so einfach alles stehen. Du kannst das Hubbett auch halb runterlassen, nur mit einer Leiter, glaube ich, irgendwie. Aber das ist ja jetzt wurscht. Ja. Kann man das hier stehen lassen und du krabbelst, musst halt hochkrabbeln. Ja. Ja. Also ich habe noch mal einen kurzen Nachtrag. Man kann das Hubbett elektrisch runterlassen auf halbe Höhe. Dann kann man den Tisch auch elektrisch runterfahren und kann dann da auch eine Liegefläche machen. Und dann können insgesamt 4 Leute hier drin schlafen. Ist also nicht nur mit 2 Schlafplätzen, sondern insgesamt mit 4. Ein bisschen wie ein Etagenbett. Und wenn man nur zu zweit fährt, ist es natürlich auch ganz praktisch. Halbe Höhe oder ganz runterfahren, ganz easy, haben wir uns eben zeigen lassen. Also eigentlich doch ein perfektes Fahrzeug für uns. Na denn. Genau. Ich glaube, wir haben alles gesehen für heute. Wir haben alles gesehen und werden jetzt mal wieder zurück nach Hause fahren. Und eigentlich wollten wir noch ein Chausson mieten. Wir haben ja jetzt ein Carrado gemietet. Jetzt wollten wir auch noch ein Chausson mieten, um das mal qualitativ auszuprobieren. Hier finden wir jetzt keinen. Und jetzt werden wir uns mal vors Internet setzen und gucken, ob wir irgendwo in der Republik noch einen Chausson finden, der zu unseren Vorstellungen passt und den wir mieten können. Und dann melden wir uns wieder. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.